Moin meine lieben Freunde und willkommen zurück hier bei GameTastical. Ich bin Raphael und ich habe heute ein neues Video zur NFL für euch. Und zwar zeige ich euch heute meine NFL Awards Gewinner. Die NFL Awards werden ja vor dem Super Bowl vergeben. Und ich zeige euch in diesem Video, wer MVP, wer Offensive Player, wer Defensive Player of the Year wird und so weiter. Eure Meinung natürlich unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt zu meinen Picks und wie ihr das Ganze seht. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt los. Ja, der erste NFL Award ist der Award des Coach of the Years. Hier ist es eine schwere Entscheidung für mich, weil ich hatte zwei Kandidaten, gut, eigentlich auch drei, die im näheren Umfeld waren. Und gewonnen hat letztlich Frank Reich, der Head Coach der Indianapolis Colts für mich. Bis Woche 6 standen die Colts 1-5, danach sind sie 9-1 durch die Saison marschiert, das mit einem jungen, mit einem starken Team, mit einem Andrew Luck, der wieder zurückgekommen ist. Und ich finde es einfach überragend, wie Frank Reich hier sein Team einfach auf diese Gegebenheiten eingestellt hat, die jungen Leute geformt hat bereits in der ersten Saison und am Ende sogar seine Indianapolis Colts in die Playoffs geführt hat, da sogar auch besser Stand gehalten, als ich es überhaupt gedacht hätte. Deswegen kann ich einfach vor dieser Coaching-Leistung und vor dem ganzen Team am Ende nur den Hut ziehen vor den Indianapolis Colts und auch vor Frank Reich, der neben seinem Namen, der absolut genial ist, auch wirklich eine richtig gute Saison dieses Jahr mit den Indianapolis Colts hingelegt hat. Und ich glaube, diesem Team steht auch in Zukunft eine richtig große Zukunft bevor. Viele junge Leute, richtig gute Leute, viel Cap-Space, da kann in Zukunft noch richtig was gemacht werden. Und ich glaube, das wird für die Zukunft ein sehr interessantes Team werden mit diesem Coach und mit vielen jungen, coolen Spielern. Und kommen wir zu den Comeback Player of the Year Award. Den gewinnt, ja, wir waren gerade bei den Indianapolis Colts. Wir bleiben bei den Indianapolis Colts. Für mich hier knapp vor JJ Watt würde ich Andrew Luck setzen. Richtig gute Completion-Rate, 67,3% hat er diese Saison an den Mann gebracht, seiner Pässe. Und das ist einfach wirklich richtig stark. Ich glaube, sein zweitbester Wert seit seinem Draft. Und ja, eine schwere Schulterverletzung, war lange Zeit in Europa wegen dieser Schulterverletzung, kam dann zurück und keiner wusste, ob er überhaupt wieder zu alter Stärke findet, ob er überhaupt nochmal richtig Fuß auf dem Footballfeld fassen kann, auf dem Gridiron. Aber es hat funktioniert. Andrew Luck, die Colts, ich habe es gerade schon erwähnt, auch mit in die Playoffs geführt. Die Colts konnten sich verlassen auf ihn. Ihm kam natürlich sehr zugute, dass die O-Line so exorbitant gut war, die wenigsten Sacks in der Liga zugelassen hat. Das hilft natürlich einem Spieler, der verletzt anfällig ist, wenn er einfach die gewisse Sicherheit in der Pocket hat, wenn er weiß, hey, ich habe ein bisschen Zeit, ich muss nicht gleich wieder denken, oh, die Gegner kommen durchgerusht, sondern ja, ich habe wirklich ein bisschen Zeit und die Sicherheit und ich kann schauen, wo sind meine Leute frei und am Ende dann einfach den Ball an den Mann bringen. Andrew Luck, ich denke für mich hier unstrittig auf der Position. Man könnte JJ Watt da noch ins Rennen mit einbeziehen, aber ich finde, nichts führt hier beim Comeback Player of the Year an Andrew Luck vorbei. Viel, viel Erfolg weiterhin dir, Andrew, und ja, alles Beste für die Zukunft. Defensive Rookie of the Year. Ja, wir hatten jetzt Frank Reich, Head Coach der Colts. Wir hatten jetzt Andrew Luck, Quarterback der Colts, und jetzt kommt der nächste Colts-Spieler. Aber das ist ein schwerer Pick. Ja, Defensive Rookie of the Year. Im Rennen sind da im Endeffekt Bradley Chubb von den Broncos, der eine riesen Saison gespielt hat. Für mich aber nicht, wenn er in den Top 3 ist, dann Platz 3 der Top 3. Da drin ist mit Derwin James, ja, Darius Leonard, hier eben von den Colts. Und ja, Roquan Smith, das sind so viele gute Spieler, gute Defensive Spieler im Draft gewesen, dass es wirklich schwer ist, hier den Defensive Rookie of the Year auszumachen. Aber Darius Leonard war einfach komplett unfassbar stark in dieser Saison. Eigentlich in vielen anderen Jahren hätte sicher Derwin James den Award gewonnen. Vielleicht gewinnt er ihn auch in diesem Jahr. Aber ich finde einfach, die Leistung von Darius Leonard in diesem Jahr war einfach überragend. 163 Tackles, Bestwert in der NFL. 111 Solo-Tackles, auch das Bestwert in der NFL. 12 Tackle for Loss, das ist der, glaube ich, der zweitbeste Wert in der NFL. 2 Interceptions gefangen, 4 Forced Fumbles, 7 Sacks und dazu noch 8 Pässe, die er abgefälscht hat. Vor allen Dingen die 7 Sacks, das sind die meisten nach
Bradley Chubb bei den Rookies und das, obwohl er kein Pass-Rusher ist. Das ist komplett unfassbar. Eine überragende Saison gespielt. Ja, in der Defensive der Colts kennt man ansonsten nicht allzu viele Spieler. Er hat sich im ersten Jahr sofort hervorgetan und wäre für mich eigentlich ein verdienter Pick. Darius Leonard hier, Defensive Rookie of the Year in meinen Augen in der letzten Saison gewesen. Ja, nach dem Defensive Rookie of the Year muss ja der Offensive Rookie of the Year kommen. Jetzt ist die Frage, wer gewinnt da? Und da habe ich mir selber wirklich viele, viele Gedanken gemacht, habe lange überlegt, habe eigentlich immer wieder gesagt, ja, Saquon Barkley ist die richtige Wahl, muss die richtige Wahl sein. Und am Ende des Tages habe ich hier jetzt mein Cheat gemacht, aufgeschrieben, wer gewinnt, Statistiken aufgeschrieben. Und dann steht hier bei Offensive Rookie of the Year auf einmal nicht Saquon Barkley, sondern ja, Baker Mayfield. Ihr wisst alle, ich mag Baker Mayfield sehr und ich erkläre euch jetzt auch, warum meine Entscheidung letztlich dann doch so ausgefallen ist. Also Saquon Barkley hat 2000 Scrimmage Yards gemacht, ich glaube 1300 ungefähr Rushing und 700 Passing Yards. Also gefangene Yards. Ne? Das ist überragend. Ja, das ist 2000 Yards in der Saison seinem Team nach vorne geholfen, das ist richtig stark. Allerdings hatte Saquon Barkley auch immer wieder Spiele dabei, ja, wo er nicht gut war, wo er im Laufspiel nicht gut war, wo er einfach nicht, er ist einfach nicht konstant genug. Er hat ganz oft diese Breakout-Plays, wo er wirklich viel, viel Raumgewinn macht, aber zwischendrin sind halt auch viele kleine Plays, wo er keinen oder wenig Raumgewinn macht und das, da fehlt ihm noch ein bisschen die Konstanz. Das ist jetzt Meckern auf extrem hohem Niveau, aber ich glaube, am Ende hat das bei mir auch so ein bisschen den Ausschlag gegeben, vor allen Dingen, wenn man dann vergleicht, okay, als Running Back Baker Mayfield spielt auf der Position mit dem weitaus meisten Druck im Football, nämlich als Quarterback. Das ist die schwerere Position, er ist da der Anführer der Offense, der Anführer des Teams und das macht es ungleich schwerer für Baker Mayfield. Also nochmal, ich will die Leistung von Saquon hier in keinem Fall schmälern. Er hat ein paar schwächere Spiele mit drinne, hat dieses Problem, dass er eben oftmals wenig oder keinen Raumgewinn macht und dann aber mit einem riesen Play um die Ecke kommt. Ihr kennt das bei uns aus den Videos im Endeffekt, so doof das klingt, aber das ist ja auch oft so. Ja, deswegen Baker Mayfield, Rookie of the Year, Offensive Rookie of the Year. Fünf bestes Passer-Rating für ihn ab Woche 7 gesehen. Das ist gut. 63,8% Completion Percentage, das heißt 63,8% seiner Bälle kamen eben bei seinen Receivern an. Touchdown-Interception-Verhältnis 27:14. Das ist okay. Ja, das ist ein deutlich positives Verhältnis. Das sollte immer das Ziel sein. Und er hat auch 4 Game-Winning-Drives hingelegt. Das heißt, er hat 4-mal im letzten Drive noch das Spiel entschieden und für die Browns entschieden. Und auf ihm lastet eben auch dieser unfassbare Druck. Die Browns sind eine aufstrebende Organisation. Ja, wirklich viel Talent da ansässig. Und ich glaube, da kann in Zukunft auch richtig was entstehen in Cleveland. Und dieser ganze Druck, ja, konzentriert sich aber auf diesen einen Typen, auf diesen Quarterback. So wie damals Johnny Football, Johnny Manziel. Ja, gehypt ohne Ende. Er konnte letztlich der Sache nicht gerecht werden. Ich glaube, Baker Mayfield hatte bessere Chancen. Er hat aber auch vor dem Draft gesagt, hey, ich habe Bock auf Cleveland, ja. Ich habe Bock da zu spielen. Und ja, folglich der ganze Druck auf seinen Schultern. Er geht gut damit um. Ist ein richtig cooler Typ, wie ich finde. Seine Art. Ich mag seine Art. Er ist ein richtig cooler Typ. Und ja, für mich dann doch unterm Strich, glaube ich, Offensive Rookie of the Year hier. Baker Mayfield knapp vor Saquon Barkley. Und ich glaube, da eben die Quarterback-Position auch schwerer gewichtet wird, wird er auch in echt diesen Award bekommen. So, und jetzt kommen wir zu den Nicht-Rookie-Spielern, nämlich zum Defensive Player, Offensive Player of the Year und zum MVP der Liga, dem Most Valuable Player. Ja, Defensive Player of the Year. Ich muss es so kurz machen, wie es letztlich ist. Klar, Von Miller ist einer meiner Lieblingsspieler, er ist ein Top-Spieler. Ja, es gibt noch viele andere gute defensive Spieler in der Liga. Aber es gibt nur einen Spieler, der nicht nur gut ist und nicht nur sehr gut ist, sondern es gibt nur einen Spieler, der einfach komplett krank ist. Komplett krank, nicht von dieser Welt. Und das ist Aaron Donald, oder Leute? Aaron Donald, Defensive Player of the Year, ist ein No-Brainer. Wir brauchen hier nicht drüber nachdenken. Da muss auch nicht so diskutiert werden. 20,56 als Defensive Tackle. Ja, 20,56. Du nimmst dieses Kraftpaket, diesen Muskelprotz, stellst ihn irgendwo hin in der Defensive, wo er auf den Quarterback geht. Defensive Tackle, Left End, Right End. Es ist scheißegal, wo ihr Aaron Donald hinstellt. Der Junge zeigt seine Leistung.
Und das sehr, sehr beeindruckend seit jeher. Er ist der beste Spieler in der Defensive. Er ist ein Top-3-Athlet dieses Spiels, des Football-Spiels. Und er wird auf jeden Fall zu 100% Defensive Player of the Year dieses Jahr werden. Ich denke, da führt kein Weg dran vorbei. Eure Meinung dazu gerne in die Kommentare, weil ich glaube, dass nicht viele Leute hier anderer Meinung sein werden. Jetzt kommt die spannendste Frage da draußen, Leute. Die spannendste Frage des Videos. Na, wobei, kommt drauf an, wofür ihr euch am meisten interessiert. Aber auch eine Frage, die ich persönlich wirklich spannend finde. Nämlich Offensive Player of the Year und MVP für mich hier ein und derselbe Spieler. Jetzt wird es interessant. Ja, was soll ich sagen? Fangen wir einfach mit diesem ganzen... Ja, also für mich fällt die Entscheidung gleich aus. Und ich glaube, sie wird am Ende auch gleich ausfallen. Zwei Kandidaten. Auf der einen Seite Drew Brees, Quarterback der New Orleans Saints. Auf der anderen Seite Patrick Mahomes in seinem zweiten Jahr der NFL, in seinem ersten Jahr als Starter, wo er wirklich den ganzen Druck auf den Schultern hat. Auf der einen Seite ein alter Veteran, der seit Jahren Bestleistungen bringt, der zu den besten Quarterbacks aller Zeiten gehört und auf den einfach seit Jahren Verlass ist, und wieder auf der anderen Seite mit Patrick Mahomes eben einer, der neu in der Liga ist, der zum ersten Mal den Druck spürt der Quarterback-Position und der jetzt sein Team, die Kansas City Chiefs, anführt, nachdem was früher Alex Smith getan hat. Und die beiden kämpfen jetzt umeinander gegeneinander um diesen Titel des Most Valuable Player, des wertvollsten Spielers, im Endeffekt ja für ein Team. Das wird manchmal ein bisschen, wenn man das beim Namen nennt, dann könnte man auch zu ganz anderen Wahlen kommen, aber letztlich konzentriert sich alles auf diese beiden Charaktere, Drew Brees oder Patrick Mahomes. Drew Brees, überragende 74,4% Completion Percentage, hatte ich, glaube ich, zuletzt gesehen. Das ist Bestwert der NFL-Geschichte. Das ist überragend. Muss man sich mal vorstellen, 3 von 4 Bällen kommen einfach an. 3 von 4. 3 von 4 Pässen finden den Mann. Das ist eine große Leistung. Auf der anderen Seite Patrick Mahomes, jeder dritte Ball, also 2 von 3 Bällen, kommt da an den Mann. 66% Completion Percentage hier. Ja, und dann kommen aber die Statistiken, die hier Patrick Mahomes ein bisschen abheben von Drew Brees, wenn man sich die Touchdowns und die Interceptions anguckt. Und wie gesagt, Mahomes in seinem ersten Jahr als Starter bei den Kansas City Chiefs, natürlich mit Andy Reid, Head Coach, der offensiv einfach ein Mastermind ist, 50 Touchdowns, 12 Interceptions in der ersten Saison als Starter. Ja, erzählt nicht mal als Rookie, logischerweise, wurde im Jahr davor gedraftet von den Chiefs. Und in seinem ersten Jahr als Starter haut der 50 Touchdowns raus, 12 Interceptions. Vergleicht man das, wie gesagt, mit Baker Mayfield, ist das natürlich... Also der Junge ist einfach komplett ausgerastet in diesem Jahr, um es einfach mal so zu sagen, wie es letztlich ist. Patrick Mahomes hat... Also wenn der weiter so spielt, ich kann mir nicht vorstellen, dass er im nächsten Jahr wieder so performt, aber wenn er weiter so spielt, holy shit, dann haben die Chiefs hier absolut die richtige Wahl damals im Draft gelandet. Patrick Mahomes einfach, er hat alles andere in den Schatten gestellt, so viele Touchdowns, so wenige Interceptions, das ist wirklich, wirklich gut, 5100 Yards geworfen und ja, also diese Offensive der Chiefs, ihr habt es alle mitgekriegt, die war einfach explosiv in diesem Jahr. Und deswegen würde ich sagen, Patrick Mahomes sollte den MVP Award hier gewinnen. Ja, das ist meine persönliche Meinung. Ich würde es Drew Brees wirklich sehr, sehr gönnen. Ich hätte ihn auch den Super Bowl gegönnt, den Saints und Drew Brees, weil ich glaube, er hätte es nochmal verdient. Vielleicht im letzten Jahr, man weiß es nicht, vielleicht wird er weiterspielen, das wird sich alles zeigen. Aber er hätte es einfach verdient, diesen Award zu gewinnen, ja, weil seine Leistungen über Jahre konstant sind und weil er auch in diesem Jahr einfach wieder richtig gut gespielt hat. Ja, Brees eher für die kürzeren Bälle zuständig. Mahomes hat auch viele weite Dinger geworfen, deswegen muss man vielleicht die Completion Percentage hier ein bisschen differenziert betrachten. Aber unterm Strich ist es wirklich so, ja, das Mahomes, das war einfach ein Feuerwerk in diesem Jahr, oder Leute? Das hat jedem... Also ich mag die Chiefs nicht sonderlich, weil sie Division-Rivale von den Broncos sind. Aber das hat schon Spaß gemacht beim Zuschauen. Also er und Tyreek Hill vorne als Wide Receiver zum Beispiel, das war schon groß. Das war schon groß. Und wie gesagt, wenn du in so einem jungen Alter den ganzen Druck auf den Schultern hast und einfach so startest. Am Anfang, nach 4, 5 Spielen, habe ich gesagt, ja,
Das ist richtig gut, aber das wird sich irgendwie noch fangen. Aber ganz ehrlich, das hat sie nicht gefangen. Dann haben wir weitergemacht und weitergemacht und weitergemacht. Und irgendwie eine coole Socke auch der Pat Mahomes. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie er in der neuen Saison performen wird. Ich bin der Meinung, gebt dem Jungen jetzt den MVP Award. Ja, er hat den verdient. Er hat alles gegeben in diesem Jahr, hat überragend, wirklich überragend gespielt und sollte dafür auch belohnt werden am Ende des Tages. Ja, deswegen hier schade für Drew Brees, meine Wahl. Patrick Mahomes, ich denke eigentlich auch, dass er es gewinnen wird. Also alles andere kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Bin aber gespannt, wenn die Wahl auf Brees fällt. Fände ich es ein bisschen ungerechtfertigt gegenüber Patrick Mahomes, aber gut, da muss man auch damit leben können. Brees hat keine schlechte Saison gespielt, ich wiederhole das nochmal, wirklich richtig, richtig gut gespielt. Aber ja, gebt dem Jungen den MVP Award und ich bin sehr gespannt, wie er damit umgehen wird und was er im nächsten Jahr mit den Chiefs zeigen wird. Wenn das so weitergeht, dann wird er uns noch sehr viele Jahre richtig viel Spaß bereiten. Ja, und was soll ich sagen? Das waren meine NFL Awards. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Ich glaube nicht. Eure Meinung dazu gerne unten in die Kommentare, Leute. Krasse Saison, die sich hier dem Ende neigt. Bald der Super Bowl. Ja, hier gibt es noch eine kleine Prediction, glaube ich, für uns am morgigen Tag oder so roundabout jetzt mal hier als Fahrplan vorm Super Bowl. Und ich hoffe einfach, es hat euch gefallen, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Drückt gerne abonnieren, damit ihr nichts mehr von uns verpasst. Und gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Eure Meinung zu den ganzen Wahlen unten in die Kommentare. Eure Sieger gerne rein. Ich bin sehr, sehr gespannt, das alles zu lesen. Und freue mich natürlich auf euer Feedback zum Video. Vielen Dank, bis dahin, euer Raphael von GameTastical HD.